Dritter Teil, Offenbarungen. Kapitel 16, die Reise ins Licht. Wenig taugt ein Mensch, wenn er noch nie verzweifelt war. Denn nur, wer dieses quälende Gefühl schon einmal empfunden hat, weiß sein glückliches Leben wirklich zu schätzen. Nur wer im eigenen Leib die Schläge gespürt hat, mit denen das Schicksal unsere Standhaftigkeit immer wieder auf die Probe stellt, kann mit Gewissheit sagen, ich bin stark, ich schaffe das. Manchmal weckt die Verzweiflung in uns ungeahnte Kräfte, noch öfter aber treibt sie uns in den Abgrund der Verzagtheit. Denn sie zeigt dem Menschen seine Grenzen auf, indem sie ihn vor die schwere Wahl stellt. Entweder zu resignieren und sich das eigene Unvermögen einzugestehen, oder aber selbst in den hoffnungslosesten Situationen die qualvolle Suche nach einem Ausweg fortzusetzen. Solche Momente der Verzweiflung verlaufen für jeden von uns auf eigene Weise. An den einen gehen sie spurlos vorbei, für den anderen ändert sich das Leben von Grund auf. Sich seinen Gefühlen zu ergeben und in Schwermut zu verfallen, ist die einfachere Lösung. Doch mitunter lohnt es sich durchaus, sich vorher noch ein wenig umzuschauen. Oft erkennen wir einfach nicht jene Zeichen in unserer Umgebung, die uns auf mögliche Lösungen hinweisen. Es ist hart, immer wieder gegen die äußeren Umstände anzukämpfen, wenn die Chance auf einen Sieg gleich null ist. Wesentlich härter aber ist es später, mit seiner Niederlage zu leben, mit dem Gefühl aufgegeben zu haben. Manchmal ist dies sogar so unerträglich, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist, seinen Sinn verliert. Zu verzweifeln ist daher gefährlich, noch öfter ist es einfach sinnlos. Genauso sinnlos ist es aber auch zu leben, ohne dieses Gefühl jemals erfahren zu haben, wenigstens einmal. Taran war nirgendwo zu sehen. Klepp saß an eine Ziegelwand gelehnt und versuchte sich zu beruhigen. Es wollte ihm nicht in den Kopf, dass sein Meister auf derart dumme Weise umgekommen war. Jeder x-beliebige, nur nicht er. Vor seinem inneren Auge sah er ständig das Bild der riesigen, fliegenden Kreatur, die die Leiche der jungen Frau fortgetragen hatte. Hatte den Stalker das gleiche Los ereilt. In diesem Zustand hätte ihn allerdings jedes noch so kümmerliche Tier erbeuten können. Wie der Junge so dasaß, wurde ihm auf einmal klar, er war allein. Und das war etwas ganz anderes als jene Einsamkeit als Waisenkind, an die er sich im Laufe der Jahre gewöhnt hatte. Nein, an der Moskowskaja war immer jemand in der Nähe gewesen, der mit ihm geredet, ihn angeschnauzt oder auch geschimpft hatte. Stets hatte sich jemand um ihn gekümmert. Aber jetzt war niemand in der Nähe, überhaupt niemand. Er war allein. Allein mit seinen Ängsten und Zweifeln. Allein gegen tausende von Gefahren der oberirdischen Welt. Nie hätte er geahnt, dass am Ende dieser aufregenden Expedition mit all diesen tapferen Kämpfern eine Abfolge von Todesfällen und das endgültige Scheitern ihres Traums stehen würde. Wie sollte er jetzt in jenes unberührte Land gelangen? Am tiefsten schmerzte ihn der Tod seines Meisters. Noch immer hingen niedrige Regenwolken am Himmel. Aus der Ferne waren erneut Donnerschläge zu hören und immer wieder zuckten Blitze hervor. Klepp drückte sich gegen den kalten, rissigen Asphalt, zog die Schultern zusammen, bedeckte seinen Kopf mit den Händen. Er versuchte, seine Angst zu besiegen, sich an etwas Helles, Gutes zu erinnern, das seine Stimmung heben würde. Doch die Bilder, die in seinem Gedächtnis auftauchten, bewirkten nur das Gegenteil. Zuerst fiel ihm Palyts erschöpftes Gesicht ein, als dieser nach dem Überfall der Veganer auf Dezenaria zurückgekehrt war. Als nächstes kam der Dickwanz Brotscher mit seiner Bande an die Reihe. Deutlich hatte er dessen freche, feixende Fratze vor Augen und die fetten Finger, mit denen dieser das Feuerzeug besudelt hatte. Dann war da Nikanor, der Vorsteher der Moskowskaja, der Klepp gegen Schweinefleisch eingetauscht hatte. Kondors böser, verächtlicher Blick. Schaman, wie er ihm gerade die Hände fesselte. All diese Erniedrigungen, eine bitterer als die andere, drückten jetzt seine Kehle zusammen und nahmen ihm den Atem. Taran, der einzige Mensch, der ihm nach dem Tod der Eltern nahegestanden hatte. Warum musste man unbedingt erst einen Menschen verlieren, um zu verstehen, wie viel er einem bedeutete? Die Tränen begannen von selbst über seine Wangen zu strömen. In diesem Augenblick wünschte sich der Junge nur eins, zu verschwinden, egal wohin, um nichts mehr zu fühlen. Was würde Taran jetzt zu ihm sagen, wenn er ihn in diesem Zustand sähe? Wie von selbst kamen ihm die Lehren seines Meisters in den Sinn. Wenn du beschlossen hast, etwas zu tun, dann mach den ersten Schritt und hab keine Angst vor dem Nächsten. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist, nichts zu tun. Du brauchst nur dein Ziel fest ins Auge zu fassen, alles andere schlagt dir aus dem Sinn. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist, nichts zu tun.
Clapp bemerkte nicht, dass er laut sprach. Seine Hand griff nach der Pistole. Der Regen lief unablässig an ihm herab und wusch den Straßenschmutz von seinem Schutzanzug. Zugleich schien auch die Kruste aus Angst und Unentschlossenheit von ihm abzufallen. Sein erbärmliches Selbstmitleid machte ihn jetzt so wütend, dass sich sein Gesicht verzerrte. In diesem Moment hasste er sich selbst. Das Ziel fest ins Auge fassen. Der Junge hielt sich den glänzenden Schaft seiner Pistole an die Schläfe und schloss die Augen. Versuchte sich vorzustellen, was danach wäre. Das Klicken des Sicherungshebels ging in einem ohrenbetäubenden Donner unter. Clapps Finger zitterte am Abzugshahn. Auf einmal schoss ein Lichtstrahl durch seine geschlossenen Lider. Clapp öffnete die Augen und erblickte es. Das Licht. Ein durchdringender, greller Lichtkegel stand über den Ruinen des Hangars und den Masten der altersschwachen Frachtschiffe. Von dem sich verdunkelnden Himmel zog der blendende Strahl seinen Blick an wie ein Magnet. Unwirklich, ein Fremdkörper in der Dämmerung, die sich allmählich über die Insel legte, riss den Raum auf, forderte die Nacht heraus mit all ihren Heerscharen. Das Signal! Seine trockenen Lippen flüsterten das geheimnisvolle Wort wie von selbst, obwohl sein Verstand das, was er vor sich sah, immer noch nicht wahrhaben wollte. Das Signal! Keuchend sprang Clapp auf und lief hin und her. Der Gedanke an Selbstmord erschien ihm plötzlich fürchterlich feige. Vielleicht gelang ihm ja, was die anderen nicht vermocht hatten. Er musste es versuchen. Er würde die Mission zu Ende bringen für seine gefallenen Kameraden. Als er seine Zweifel endgültig überwunden hatte, marschierte er los, vorbei an den Anlegedocks und den Ruinen des Frachtterminals. Er passierte das Wrack eines riesigen Lastkrans, der einsam auf einer Sandbank direkt neben dem Pier vor sich hinrostete und ließ den engen Absperrdamm zwischen dem Holzhafen und dem Kohlehafen hinter sich. Jetzt trennte den Jungen von der Lichtquelle nur noch etwa ein halber Kilometer über eine breite Mole, die sich wie eine riesige, gerade Klinge in die Wasserfläche des Meerbusens einschnitt. Angst hatte er keine mehr. Sie war verschwunden und hatte einer aufkommenden, starrsinnigen Hoffnung Platz gemacht. »Ich gehe zum Licht, dem Licht der Erlösung«, begann Clapp die Worte des Sektierers zu murmeln. »Zum Licht!« Ein schwacher Schatten kam ungestüm vom Hangar auf ihn zugeflogen. Mit einer zuckenden, reflexhaften Bewegung brachte Clapp die Pistole in Anschlag. Dabei half ihm der unbewusste Grundsatz, den alle Bewohner der Metrowelt befolgten. Jeder Unbekannte, der in der Dunkelheit sein Kommen nicht ankündigt, ist ein Feind. Ein Schuss krachte, und dann ein zweiter. Etwas Unförmiges fiel wie ein lebloser Sack in den Schlamm. Clapp hatte keine Zeit, seinen Angreifer näher zu betrachten. Stattdessen beschleunigte er seinen Schritt und lief auf den Leuchtturm zu, der Rettung verhieß. »Diese Prüfungen sind uns von oben gesandt. Wer im Geist schwach ist, ist auch schwach im Verstand.« Eine weitere Silhouette löste sich von einer Mauer, trat jedoch beim Anblick der glänzenden Perlen in den Händen des Jungen den Rückzug an. Das Aufblitzen der Schüsse erhellte für einen Moment die undeutliche Gestalt, die entweder in Lumpen gehüllt war oder in Fetzen von grauem Fell. Oder waren es Flügel? Die Schöße eines Mantels. Das Wesen zuckte zusammen und fiel rücklings nieder. Auf der Seite lösten sich einige weitere Gestalten aus der Dunkelheit und stürzten auf ihn zu. Mit geschmeidigen Sätzen bewegten sie sich vorwärts. Waren das Buckel oder trugen sie Kapuzen? Clapp feuerte konzentriert, ohne Panik. Ihm war bewusst, dass er allein war und keiner der Hilfe zu erwarten hatte. Der Überfall hörte ebenso unerwartet auf, wie er begonnen hatte. Der Junge lauschte und musterte misstrauisch die zerbrochenen Eisenträger, die hier haufenweise herumlagen. Es war still, keine Menschenseele zu sehen. Clapp blickte nach vorn. Vor dem Hintergrund des aufgehenden Mondes zeichnete sich deutlich die hohe Kuppel des Leuchtturms ab. Der Lichtstrahl, der den Dunst des nächtlichen Nebels auseinandertrieb, zeigte in Richtung Petersburg. Nun bestand kein Zweifel mehr. Er hatte das Signal gefunden. Mit jedem Schritt wuchs der stolze Turm, wurde höher, gewann an Haltung. Er befand sich am äußeren Rand der Mole, genauer in einer mit Stein ausgekleideten Ecke des Kais. Das Gebäude bildete ein harmonisches Ganzes mit den glänzenden Wellen im Hintergrund, als ob es ein Teil der Landschaft dieser rauen Insel wäre. Der Junge war so von diesem Anblick gefangen, dass er die Bewegung am Ufer beinahe nicht bemerkt hätte. Hastig lief Clapp auf einen Turmkran zu, der nicht weit von ihm entfernt vor sich hinrostete, und versteckte sich zwischen den von dichtem Unkraut bewachsenen Pfeilern. Aus seinem Schlupfwinkel erkannte er die Barkasse, die in der Nähe des Ufers auf dem Wasser schaukelte. Es schien dieselbe zu sein, mit der die Stalker weggefahren waren. Hatten sie es sich anders überlegt? Sein Herz machte einen Hüpfer vor Freude, die jedoch sogleich blankem Entsetzen wich.
Über die schwankende Gangway stiegen sonderbare Menschen herab, deren Kleidung schon bessere Zeiten erlebt hatten. Sie trugen zerrissene Regenmäntel, willkürlich um den Körper gewundene Lumpen. Jetzt bestand kein Zweifel mehr. Die Wesen gehörten zu der gleichen Art wie jene lumpigen Geschöpfe, die ihn zuvor angegriffen hatten. Es waren Menschen. Als Clapp näher hinsah, bemerkte er unförmige Bündel, die an der Gangway lagen. Die sonderbaren Leute, ihre Gesichter waren von hässlichem Schorf überzogen, schlugen Bootshaken in ihre Beute und schleiften sie über die Erde fort. Als der Junge genauer hinschaute, hätte er beinahe aufgeschrien. Es waren die Leichen von Kondor und Schaman. Clapp traute seinen Augen nicht, als er beobachtete, wie ihre Köpfe willenlos von einer Seite auf die andere baumelten. Hinter ihnen zog sich eine blutige Spur über die Erde. Einer der Fremden trat plötzlich an Kondors Körper heran und zog ein Fleischmesser. Die breite Klinge blitzte auf. Der Junge wandte sich ab, außerstande, das weitere Geschehen zu verfolgen. Als er es dennoch wieder wagte hinzuschauen, blieb sein Blick wie von selbst an der Wunde, die an der Seite des Stalkers klaffte, hängen. Der Mensch, der auf Kondor eingestochen hatte, stopfte sich etwas in seinen Mund und riss mit den Zähnen daran. Fleisch! Das waren Kannibalen! Clapp wurde übel. Er hatte schon von solchen Dingen gehört, doch dies war das erste Mal, dass er so etwas zu sehen bekam. Der Junge riss sich die Maske vom Gesicht und schnappte nach Luft. Die widerwärtige Szene stand vor seinen Augen und wollte nicht verschwinden. Sein Bewusstsein weigerte sich, das Geschehene zu akzeptieren. Sogar in den härtesten Zeiten des Hungers hatte es an der Moskowskaja niemals Kannibalismus gegeben. Die Bewohner hatten sich mit gekochten Pilzen durchgeschlagen, niemals aber hatten sie derartiges gemacht. Das waren sie also, die Kontaktpersonen. Wie sich herausstellte, war alles viel einfacher, aber auch weitaus schrecklicher, als Clapp es sich ausgemalt hatte. Sein Traum zerschellte in kleinste Bruchstücke, doch der Junge weigerte sich beharrlich, sich seine Niederlage einzugestehen. Der Wunsch, zu der Quelle des Lichts zu gelangen, wurde geradezu unüberwindlich. Clapp erstarrte. Gänsehaut lief plötzlich über seinen Körper. Der Kannibale, der sich eben eine Portion Frischfleisch geholt hatte, stand jetzt unbeweglich da und schaute gebannt zu dem Kran herüber. Hatte er ihn bemerkt? Sein blutverschmierter Mund bleckte schreckliche Zähne und seine Atmung ging schnell, wie bei einem Tier, das Beute wittert. Nichts Menschliches war in den Zuckungen, die von Zeit zu Zeit durch seinen Körper liefen. Clapp hob die Pistole. Wie hatte Taran es ihn gelehrt? Ausatmen, zielen, den Moment zwischen zwei Herzschlägen abwarten und weich den Abzug drücken. Ich schaue in deine Seele, Bastard, und erkenne, ob du bereit bist, den Rubikon zu überschreiten. Nipernach zuckte und schlug gegen seine Hand. Der Kopf des Kannibalen wurde nach hinten geschleudert, auf seiner Stirn prangte ein Loch und sein Hinterkopf zersplitterte in einer Fontäne aus Blutspritzern. Einen Moment blickte das restliche Lumpenpack die Leiche ihres Artgenossen an. Dann heulten sie auf und stürzten auf das Dickicht des hohen Grases zu. Zitternd kroch der Junge die rostigen Träger entlang, kletterte über einen Haufen von Eisenbetonplatten und rannte an der Wand des niedrigen Hangars entlang weiter. Wie ein Blitz durchfuhr ihn die Erkenntnis, dass sich seine Verfolger in der Uferzone verteilt hatten, um ihn in die Zange zu nehmen. Clapp stolperte über eine Wurzel, die aus der Erde ragte, und rollte in eine tiefe Grube. Schlamm verschmierte die Sichtgläser und machte ihn orientierungslos. Doch dies kam ihm jetzt sehr gelegen. Er versuchte, sich noch tiefer in die heftig stinkende Brühe zu graben und erstarrte. Er hörte sein Herz rasen. Seine Lungen zersprangen von dem ständigen Laufen mit der Atemmaske. Langsam, um sich nicht zu verraten, hob der Junge seine Hand und wischte die Sichtgläser ab. In dem geisterhaften Mondlicht sah er schemenhaft, dass die Grube mit Knochen und Schädeln übersät war. Es waren Menschenknochen. Schreiend fuhr Clapp auf und versuchte, sich mit den Beinen freizustrampeln. Wie zum Trotz versanken seine Arme fast bis zu den Ellbogen in dem Schlamm, bis sie auf etwas Hartes stießen. Unter seinen Stiefeln knirschte es abscheulich. An seinem Kopf rauschte ein Pflasterstein vorbei und klatschte in die trübe Brühe. Ein weiterer Stein traf ihn schmerzhaft am Bein und ließ ihn erneut zu Boden stürzen. Obwohl der Kevlar-Schutz den Aufprall dämpfte, fühlte sich sein Bein taub an. Am Rand des Abhangs war undeutlich die Silhouette eines Kannibalen zu erkennen, der ein langes Seil abwickelte. Rutschend und stolpernd tauchte der Junge in ein Sammelrohr ab, das durch einen Hügel zum nächstgelegenen Hangar führte, und kroch rasch weiter. In dem Rohr war es absolut finster und das aufspritzende Wasser stank furchtbar. Der Junge blickte sich um und seufzte erleichtert.
In der Öffnung war der Rand des Nachthimmels zu sehen, aber keine menschlichen Silhouetten bemerkbar. Seine Verfolger zögerten offenbar, ihm hinterherzukriechen. Vielleicht hatten sie ihn auch einfach aus dem Blick verloren. Doch für wie lange? Am anderen Ende des Rohrs stieß er auf ein Gitter. Der Junge wollte schon auf das unerwartete Hindernis schießen, überlegte sich dann aber doch anders. Vorsichtig streckte er deshalb sein Messer in den engen Spalt der Verankerung. Leise rasselnd gab das Gitter nach. Nur wenige Handgriffe später schlüpfte der Flüchtling aus dem Rohr und befand sich nun in einem engen Betonkanal, der oben mit Eisengittern bedeckt war. Die Gitter waren ebenerdig angebracht, woraus Klepp schloss, dass er sich im Abflusssystem einer Werkhalle befand. Durch die engen Ritzen war jedoch nichts zu erkennen. Aus Richtung der Einfahrt zum Hangar waren unverständliche abgehackte Worte zu hören. Klepp verhielt sich still. Schritte kamen unaufhaltsam näher. Einen Augenblick später blieb die Person direkt über ihm stehen. Der Schatten einer plumpen Gestalt fiel durch das Gitter. Klepp drückte den Griff seines Messers, das seine Hand schmerzte, und traute sich nicht zu atmen. Sein Verfolger stank nach Alkohol und einem ungewaschenen Körper. Das Gitter über seinem Kopf rasselte. Der Unbekannte hatte einen schweren Bootshaken auf das Blech gestellt. Von dessen spitzem Ende fielen Blutstropfen auf die Stiefel des Jungen. In der zähen Stille konnte er das heisere Atmen der Kannibalen hören. Das Messer in Klepps Hand zitterte, sein Körper versteifte sich in angespannter Erwartung, bereit, wie eine Feder loszuschnellen. Die Stimmen von außen verstummten. Der Unbekannte stand noch etwas herum, dann drehte er sich um und ging fort. Eine Tür schlug zu. Der Junge wartete noch kurz ab, schob eine der gusseisernen Platten zur Seite und kletterte aus dem Graben. Die grauenhafte Einrichtung der riesigen Halle stach ihm sofort ins Auge. Eisenhaken hingen in einer langen Reihe. Auf dem Boden waren Flecken einer graubraunen Substanz zu erkennen und überall lagen menschliche Schädel herum. Auf einem Karren entdeckte er ein menschliches Bein, in kleine Stücke gehackt. Beim Anblick dieses abscheulichen Schlachthauses wurde Klepp erneut übel. Er befürchtete, das Bewusstsein zu verlieren, versuchte nicht nach links und rechts zu schauen, stürzte das Hallenschiff entlang und lief hinaus ins Freie. Niemand verfolgte ihn. Auch die Leichen der Stalker waren verschwunden. Anscheinend gaben sich die Menschenfresser mit der Beute zufrieden, die sie hatten erlegen können. Nachdem Klepp sich hier umgesehen hatte, tauchte er in das hohe Gras ein und bewegte sich kriechend weiter. Bis zu seinem Ziel war es nicht mehr weit, vielleicht 50 Meter. Irgendwo in der Ferne waren Rufe zu hören. Über den Ruinen der Stadt flackerte der Widerschein eines Feuers. Offenbar veranstaltete dieser merkwürdige Stamm gerade ein spätes Abendessen. Als der Junge sich die Details dieser Mahlzeit vorstellte, schüttelte er sich vor Abscheu. Die jüngsten erschütternden Erkenntnisse ließen seinen ganzen Körper erzittern, dass ihm sogar die Zähne klapperten. Klepp sammelte seine letzten Kräfte und kroch die wenigen Meter weiter durch das taufeuchte Gras. Nun brauchte er nur noch die kurze, offene Strecke unmittelbar vor dem Leuchtturm zu überwältigen. »Ich fürchte nicht die Finsternis in meiner Seele. Ich gehe zum Licht.« Tief geduckt rannte er auf den Bogen des steinernen Eingangs zu und stieß mit stockendem Herzen gegen die alte Tür. Sie war offen. Der Junge warf einen letzten Blick auf die finsteren Hafengebäude und schlüpfte hinein.